Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren. Die vierte Corona-Welle nimmt weiterhin ihren Lauf und wirkt sich auch auf die Situation an den Kasseler Schulen aus. Die Inzidenzwerte in den Altersgruppen der 5- bis 15-Jährigen sind nach wie vor überdurchschnittlich hoch und die Zahl der Corona-Infektionen an den Schulen ist in den letzten Wochen stark gestiegen. Und nein, diese Infektionen sind nicht alle aus dem häuslichen Umfeld, sondern sie finden auch an den Schulen selber statt. Das Infektionsschutzkonzept der Stadt Kassel sieht an den Schulen im Wesentlichen regelmäßiges Lüften, den Einsatz von CO2-Ampeln, Einhalten von Abstandsregeln in vollen Klassenräumen, Händewaschen und inzwischen auch wieder eine durchgängige Maskenpflicht auch am Sitzplatz vor. Wenn wir jetzt einfach mal von der Unmöglichkeit des Einhaltens der Mindestabstände im Normalbetrieb absehen, ist das doch alles gut und schön. Aber es reicht nicht. Das Lüften etwa alle 20 Minuten, 3 Minuten lang, mag sinnvoll oder notwendig sein. In der Praxis allerdings heißt das, dass es oftmals entweder zu wenig oder dauergelüftet wird, weil es in einem lebendigen Unterrichtsgeschehen nun mal nicht immer geht, alle 20 Minuten eine Unterrichtssequenz zu unterbrechen, und da finden dann solche Sachen statt. Und der übliche Reflex, die Verantwortung für die unzureichende Umsetzung auf die Lehrkräfte abzuwälzen, die es halt nicht auf die Reihe kriegen, anständig zu lüften, greift auch zu kurz, wenn etwa in vollen und viel zu kleinen Klassenräumen die CO2-Ampel wenige Minuten nach dem Lüften schon wieder auf Rot steht, wie mir etwa von Klassen an der Dorothea-Fiehmann-Schule berichtet wird. Es ist also bei allem richtigen Bemühen im Infektionsschutz an den Kasseler Schulen noch Luft nach oben. Das heißt, es gäbe von den rund 2000 Klassenräumen oder Fachräumen an Kasseler Schulen keine, die nicht ausreichend lüftbar und oder nicht mit stationären Lüftungsanlagen ausgerüstet sind. Im Hinblick auf das Lüftungskonzept muss allerdings angemerkt werden, effektiv ist dabei eigentlich das Querlüften. Einfaches dreiminütiges Stoßlüften reicht auch nach den Angaben des Umweltbundesamtes nicht, um den Luftaustausch zu gewährleisten. Und die Möglichkeit des Querlüftens ist in vielen Klassenräumen so eben nicht gegeben. Und was die vorhandenen stationären Lüftungsanlagen für rund 600 Schulräume an 20 der 53 Schulen betrifft, muss man realistischerweise sagen, dass die Frage nach ihrer Funktionstüchtigkeit eben ein weites Feld ist. Hier offensichtlich zumindest zum Teil auch mit Provisorien gearbeitet wird, die letztendlich den allgemeinen Sanierungsstand der jeweiligen Schule widerspiegeln und sicher besser sind als nichts, keine Frage. Aber auch nicht immer den Optimalzustand wiedergeben, wenn etwa an einer Kasseler Gesamtschule eine Lüftungsanlage als einsatzbereit deklariert wird, die aufgrund eines Lagerschadens in Wirklichkeit im Minimalbetrieb läuft und in innenliegenden Computerräumen eben nicht für die dauerhafte Nutzung über einen ganzen Vormittag geeignet ist. Es stellt sich also die Frage nach ergänzenden Maßnahmen, das heißt vor allem nach mobilen Luftfiltern oder ähnlichen Systemen. Für die Anschaffung solcher Geräte stehen inzwischen Bundes- und Landesmittel in Höhe von rund 30 Millionen Euro zur Verfügung. Darüber hinaus können Träger von Schulen und Kitas beim Bund Fördermittel von bis zu 500.000 Euro pro Einrichtung für den Einbau fest installierter Raumluftanlagen beantragen. Und mittlerweile werden diese Mittel auch von immer mehr Schulträgern genutzt. So sind zum Beispiel im Landkreis Kassel 556 Luftfilter für Klassenräume vorgesehen, die von Kindern unter 12 Jahren genutzt werden. Im Werra-Meißner-Kreis hat man sich für ein anderes System entschieden. Dort werden an der Technischen Hochschule in Mittelhessen entwickelte dezentrale Lüftungssysteme mittels Industrielüfter für 890 Klassenräume angeschafft. In Frankfurt erhalten alle ersten bis sechsten Klassen mobile Luftfilter, die seit Ende August sukzessive angeschafft werden, und in den nächsten 5 Jahren will die Stadt die Schulen mit festen Anlagen nachrüsten. Auch in Kassel wurden ja bereits im Frühsommer dezentrale Lüftungsgeräte für 1,9 Millionen Euro aus Landesmitteln für rund 120 Räume in Schulen und Kitas an viel befahrenen Straßen mit hoher Lärmbelastung besorgt. Ein richtiger Schritt, dem längst weitere folgen müssten, um weitere schulische Räume entsprechend auszustatten. Zumal auch das Bundes- und Umweltbundesamt seine ursprünglich vor knapp anderthalb Jahren noch eher ablehnende Haltung zu mobilen Luftfiltern inzwischen deutlich abgeschwächt und ausdifferenziert hat. Es gibt unterschiedliche Studien dazu mit im Detail voneinander abweichenden Ergebnissen, was die Rolle von mobilen Luftfiltern in der Pandemiebekämpfung betrifft. Aber alle diese Studien ergeben, dass sie grundsätzlich wirksam sind und bis zu 90% der Aerosole aus der Luft filtern. Und es geht auch nicht um ein Entweder-Oder. Alle Studien sprechen davon, dass zusätzlich natürlich auch gelüftet werden muss. Welches Konzept dabei zum Tragen kommt,
ob es sich dabei um zertifizierte mobile Luftfilter handelt, wie sie momentan von vielen Schulträgern angeschafft werden, oder um dezentrale Lüftungssysteme, wie sie an den Schulen in Werra-Meißner-Kreisen eingebaut werden, wäre dabei abzuwägen und ergebnisoffen zu prüfen. Für entsprechende Änderungsanträge zum Antragstext sind wir offen. Entscheidend ist, dass wir in der Pandemiebekämpfung an den Kasseler Schulen jetzt einen Schritt weitergehen, um auch angesichts der Omikron-Variante und der anhaltend schwierigen Infektionslage die Schutzmaßnahmen an den Kasseler Schulen auszubauen. Deshalb haben wir diesen Antrag im September eingebracht und sehen uns dabei durchaus auch im Einklang, etwa mit der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und zahlreichen Stimmen aus den Schulen, und hoffen dabei um Ihre Zustimmung.